Ja, der Ritterer, die Post war da und hat mir ein Paket gebracht. Und zwar aus, mit Swissport versendet. Das ist quasi aus der Schweiz. Jawohl. Ich möchte jetzt auch gerne Unboxing machen. Ich war schon drin, ich habe das Paket schon offen gehabt, aber ich habe gesagt, ich mache ein Unboxing-Video. Das ist mir wert, denn das ist von André gekommen. Kanal André Leos Outdoor. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Ich weiß schon, was drin ist, aber für die Kamera schauen wir gemeinsam. Wenn ich weiß, wo der Anfang ist. Da. Trari-trara und auf geht's. Ja, als erstes war mal ein nettes Schreiben drin. Ich lese das einmal kurz vor. Lieber Carlos, ich bin schon seit langem Zuschauer und Abonnent von deinem Kanal. Weiß ich. Immer wieder gerne schaue ich deine Videos an und weiß, was es für ein Aufwand ist, dies zu machen. Da ich selber auch gerne draußen koche, ist es immer eine Qual, dir zuzusehen, wie lecker du kochst. Deine Würste sind der Hammer. Gute Idee, sollte man wieder mehr machen. Da ich nicht ein großer Schreiber bin, komme ich gleich zur Sache. Das, was ich dir geschickt habe, soll eine kleine Aufmerksamkeit sein, da du ja schon die Original-Schweizer Militärlaterne hast. Bekommst du auch die Originalkerzen, damit du sie auch damit benutzen kannst? Ich glaube, du hast schon eine Packung. Stimmt, bei den Kerzen war ein, also bei der Laterne war eine Originalverpackung von den Kerzen dabei. Das sind diese da. Das sind eigene Kerzen. Nämlich die rinnen nicht. Die klingen auch ganz anders. Die klingen irgendwie hart. Ich weiß jetzt nicht, wie das Mittel heißt, was das ist. Ich schreibe es da kurz dann einer. Ich habe solche Kerzen auch gefunden beim IKEA, der Elch. Der hat die auch, die sind zwar ein bisschen länger. Und die muss man anschneiden, das habe ich bis jetzt verwendet, weil die Originalen habe ich mir bis jetzt alle aufgespart. Ja, dann, sorry wegen die Fluggeräusche, aber heute ist Flugtag bei uns. Das zweite ist nicht gerade das absolute Outdoor-Muss, aber eine originelle Sache. Und passt prima fürs Kochen und Essen. Lass mich mal überraschen, ob du die Funktion dir erklären kannst. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Und zwar, wie soll es anders sein aus der Schweiz? Ein Victorinox-Messer. Und zwar ist es ein Käsemesser. Ich kenne sowas. Nicht nur, weil ich es gelesen habe, aber ich kenne sowas. Ein schönes, großes Messer mit einer super Klinge, was arretiert. Ich weiß nicht, wie der Verschluss auf der Seite heißt, aber arretiert natürlich. Hat glatte Klingen und vorn Wellenschliff. Arretiert auf 90 Grad. Und das zweite, was da dabei ist, was da ist. Das ist das Käsemesser. Scharf zum Käseschneiden und vorne die Spitze, dann kann man es schön aufspießen und damit lecker essen. Also ich weiß schon, was ein Käsemesser ist. Und wirklich, hat mich echt gefreut. Das ist ein super geiles Teil, ein großes. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen, wie die meisten so schön sagen. Zahnstocher, Pinzetten braucht man immer wieder. Korkenzieher und was da super dabei ist, ist der kleine Schraubenzieher dabei. Der ist echt Weltklasse. Also das ist eine super Sache. Ja, mehr Teile hat das Messer gar nicht. Das ist auch dadurch schön schmal. Und die großen Klingen wirklich super. Da kann man auch schön schnitzen und alles Mögliche. Perfekt, würde ich sagen. Danke auch an das. Lesen wir weiter. Ja, und zuletzt noch was, um das Ganze auch scharf zu halten. Und zwar, was haben wir da noch drinnen? Und zwar ist da hinten versteckt ein Victorinox Schärfer. Der ist auch super. Den wollte ich mir schon öfters kaufen, habe es dann immer wieder nicht gemacht.
habe in letzter Zeit auch dann diese Schaumstofffeilen verwendet zum Polieren, aber sowas ist sicher nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Ja, und zuletzt noch was, um das Ganze scharf zu halten. Okay. So, und noch. So, nun will ich das Ganze nicht weiter in die Länge ziehen. Ich wünsche dir und deinen Nächsten alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Herzliche Grüße aus der Schweiz, André. Und dann steht noch, überlasse es dir, ob du ein Unboxing-Video machen willst. Würde mich aber freuen, wenn ich das eine oder andere in einem Video sehen würde. Was du sicher sehen wirst. Wieder noch erwähnen, es waren 2 Packungen Kerzen dabei. Echt geil. Echt geil. Ein tolles Messer dazu. Und das Ganze, um das noch scharf zu halten. André, ich kann mich an dieser Stelle nur herzlich bei dir bedanken. Das war wirklich eine super Überraschung. Mit denen habe ich eigentlich nicht gerechnet. Und hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ich sage noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, du wirst die Teile sehen, die Kerzen sicher, weil bei einer Übernachtung ist die Schweizer Laterne immer dabei. Das ist mir eigentlich das liebste Accessoire, was ich schon habe. Gut, dann sage ich noch einmal vielen, vielen lieben Dank und die allerbesten Grüße in die Schweiz und danke, ciao. Super.